So, da, meine sehr geehrten Damen und Herren, während die Schulzeit schon wieder begonnen hat, haben ich und meine Schwester noch frei. Für uns ist die Schulzeit zu Ende gegangen und die Studiumzeit beginnt erst im Oktober wieder. Ja, und wir sind heute hier bei der Versteigerung, denn einmal im Jahr kriegen wir neue Händen. Früher, wie Oma und Opa nur wegen aktiver waren in der Landwirtschaft, haben wir uns sehr viele Kälber und sehr viele Kühe angeschafft. Da waren wir deutlich öfters hier in Freistadt in der Versteigerungshalle. Heute aber nur mal einmal im Jahr. Und heute haben wir uns 6 rote Legehennen beschafft. Wir haben noch 5 alte daheim. Muss man mal schauen, wie sich die dann so zusammengewöhnen. Ja, jetzt werde ich euch da noch ein bisschen durchs Gelände durchführen und dann später zu Hause ein wenig filmen, wie sie sich aneinander angewöhnen. Ein Huhn kann da ganz was Grobes sein. Überhaupt, wenn sie alt krank sind, dann picken sie es, solange sie bis tot sind. Oder halt, wenn sie sich neu angewöhnen, ist halt auch immer ein wenig problematisch. Ja, und wir stehen jetzt gerade hier in der Versteigerungshalle. Da werden dann in circa einer halben Stunde, also so um 9:30 Vormittag, dann Kühe versteigert und Kälber versteigert. Genau, und jetzt, wie gesagt, führe ich euch ein wenig durch das Gelände. So, da aus der Versteigerungshalle wieder zurück in unserem Hühnerstall. Da müssen wir jetzt noch ein wenig was sauer machen. Das ist noch ein wenig für die alten Hähnen da das Heu. Da haben wir so ein gemischtes Futter, Wasser, sonst alles mit Heu bedeckt. Da ist uns einmal ein Fenster hin geworden. Also eigentlich war das meine Schuld, wir haben ein wenig dagegen gelernt, wenn mir mal der Hahn wieder angegangen ist. Jetzt haben wir da eine Kiste reingestellt. Das innere Fenster ist hier geworden, Gott sei Dank. Da haben sie dann den Nestal. Bei den Händen dauert das unterschiedlich bei den Jungen. Es kann sein, dass wir morgen schon ein Ei haben, also 6 Stück haben wir jetzt gekauft. Aber es kann auch sein, dass wir erst in 3 Wochen die ersten Eier haben. Ja, und apropos die 6 Stück Händen haben jetzt 99 Euro gekostet. Das heißt, wenn man das jetzt mal ausgerechnet, nicht Kopfrechnen, sondern geschickt mit dem Taschenrechner, kostet ein Händel 16,50 €. Also schon ganz schön teuer. Früher waren wir da bei ja, unter 10 Euro, was ich so mitgekriegt habe. Rasse ist, glaube ich, soweit egal. Jedenfalls 16,50 € für ein Händel ist kein Lärcherl. Ja, jetzt erkunden die Damen einmal alles. Wie gesagt, nachher werden sie dann mit den anderen 5 alten Händeln, die wir jetzt sicher schon 2-3 Jahre da haben, und den neuen Gockelhahn, werden wir es dann ein wenig zusammengewöhnen. Das erste Aufeinandertreffen. Jetzt haben wir dann bald den Siegerweg. Jetzt sind sie mal 5 Stunden beieinander gewesen. Die eine ist da schon ein wenig am Erkunden. Lustiges Alltagsgeräusch. Wird wieder ein Alltagsproblem. So, da aber jetzt 5 Uhr Nachmittag. Jetzt sollten dann schon langsam Mittwochabend noch Gewitter kommen. Deshalb haben wir da schon das Licht auftrat.
Und jetzt die ersten Minuten der Eingewöhnung zwischen Alt und Neu. Das heißt, die Jungen haben es da heraufverfrachtet. Hey, wenn ich rede, hast du Sendepause. Die merkt man gut am dunklen Fell und an den sauberen Füßen dabei noch. Da sind auch noch zwei Junge. Seht ihr, die haben sich da jetzt in zwei Hälften geteilt. Und da sind die alten plus Mandel. Und die gockerzen recht viel umeinander. So, da. Gut, dann würde ich schon wieder sagen, Servus. Sehr spannend noch bis zum Ende. Ja, ein bisschen werde ich schon noch filmen, aber dass wir mal eine Abmoderation haben. Und dann sage ich schon wieder Servus und bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, sie leben morgen noch. Ende.